Servus Fußballfans und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute möchte ich mal was machen. Hoch die Cam. Auf die Stütze. Heute tippen wir die EM 2020-21. Ich sag mal WM 2020, weil die hätte ja eigentlich 2020 stattfinden sollen. Diese EM findet in 11 verschiedenen Ländern statt. Ich glaube, es waren ursprünglich mal 13, dann waren es 12 und jetzt sind es nur noch 11. Bisschen weird. Also in... Oder sind es 12, ich weiß. Also auf jeden Fall sind so Länder wie Deutschland, Aserbaidschan, Schottland, Rumänien, Ungarn, England im Wembley Stadion soll ja, soweit ich weiß, auch das Finale stattfinden. Guck mal kurz, hier sieht man das ja genau in Wembley. Wir sind in London halt. Und natürlich auch in den Niederlanden, also sind einige Länder, Italien auch, Russland. Russland hat man jetzt erst die EM, WM. Jetzt haben wir da auch die. Also ein paar EM-Spiele werden auch in Russland stattfinden. Ich würde mal sagen, wir machen das spieltagsweise. Das heißt, ich tippe jetzt den ersten Spieltag von der Gruppe, dann von der, dann von der, dann von der, dann von der und dann von der. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, mikrofontechnisch stimmt alles. OBS hatte ein Update. Vielleicht soll ich kurz mal nachgucken. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, so jetzt passt's, denke ich mal. Genau, also, dann fangen wir jetzt mal an. Ich hätte es rausschneiden können, aber ich bin zu faul. Mit dem Eröffnungsspiel, was morgen stattfinden wird, zwischen Türkei und Italien. Viele sagen, ja, Türkei ist auf dem Level wie Italien und so, würde ich aber nett sagen. Also klar, Italien hat eine gute Qualifikation gespielt bei der WM, bei der WM-Quali, bis das 3-3 gegen Lettland kam. Und ich meine, zu Hause gegen Lettland 3-3 ist nicht so geil. Italien hat auch einen Heimvorteil. Deswegen glaube ich auch, selbst wenn Italien keinen Heimvorteil hätte, glaube ich, dass Italien das Ding gewinnen wird. Nämlich mit einem 3:0. Klingt hart, aber man muss der Realität ins Auge sehen. Wales gegen Schweiz. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, es wird ein Unentschieden. 1-1. Dann der erste Spieltag der Gruppe B. Skandinavien-Derby, Dänemark gegen Finnland. Klare Sache, 2-1 für Dänemark. Belgien-Russland ist auch eine klare Sache. Ich glaube, das wird Belgien gewinnen mit 2-0. Oh ne, ich sag 3-1. Österreich-Nordmazedonien ist, denke ich, auch eine klare Sache. 2-0 Österreich. Niederlande, Ukraine. Sage ich auch, dass die Niederlande gewinnen, nämlich mit. Na komm, gönnen wir denen den Anschlusstreffer. 2-1. Die Holländer. England, Kroatien. Glaube ich, gewinnen die Engländer. 2-1. Schottland gegen Tschechien. Das wird. Nee. Tschechien gewinnt 1-0. Polen gegen die Slowakei. Sage ich, wird ein. ...1-0. Spanien, Schweden. Obwohl, nee, ich glaube, Schweden schafft es unentschieden. Wir wissen ja noch nicht, ob Spanien jetzt mit der ersten Elf auftreten wird bei der EM.
Oder mit der U21, das wissen wir nicht, weil in Spanien gab es ja einen Corona-Fall. Es kann sein, dass es schon bestätigt wurde. Weiß ich aber nicht. Trotzdem, wir gehen mal davon aus, dass die erste Elf spielt. Trotzdem glaube ich, geht das Spiel 1-1 aus. Gruppe F, Ungarn, Portugal. Standen sich ja auch schon, das ist auch unsere Gruppe. Standen sich auch schon in der vergangenen EM gegenüber. Da gab es das 3-3. Trotzdem glaube ich, wird das ein 3-0 für Portugal. Und dann bei Frankreich gegen Deutschland. Muss ich leider, auch wenn ich natürlich Deutscher bin. Es tut mir auch weh, das zu tippen. Ein Tor wird Deutschland schießen. Es wird aber nicht zum Sieg reichen. Dadurch, dass Frankreich auch zurzeit viel besser in Form ist, glaube ich, wird es ein 2-1 für Frankreich. Wer das eine Tor für Deutschland macht, das ist euch überlassen. Klar, die spielen in Deutschland. Es stimmt. Aber trotzdem, glaube ich, wird Deutschland ein L kassieren. So, hier mal. Die ganzen Gruppen nach dem ersten Spieltag. Zweiter Spieltag, Türkei gegen Wales. Das fällt mir auch schwer, aber ich glaube, es geht unentschieden aus. 1-1. Und die Italiener werden gegen die Schweizer auch unentschieden spielen. Ein Punkt für die Schweiz muss ja immer mal sein. Ja, Finnland gegen Russland. Nachbarsduell, glaube ich. Ich glaube doch, Finnland ist neben Russland. Die Finnen werden das Ding verlieren. Wieder mit 1-2. Dänemark gegen Belgien. Ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen. Wird ein 2-0 für Belgien. Dann Ukraine, Nordmazedonien, 2-0 Ukraine, Niederlande, Österreich, 3-0 in der Johann-Kluff-Arena. Kroatien, Tschechien. Ich glaube, das wird wie bei der vergangenen EM, da waren die auch in der Gruppe 2-2. Und England wird gegen die Schotten 3-1 gewinnen. Gruppe E. Schweden, Slowakei. Ich glaube, das gewinnen die Schweden. Und Spanien gegen Polen. Schwer, schwer. Ich glaube, die Spanier werden am Ende das Ding mit 2-1 gewinnen. Ungarn gegen Frankreich ist ein klares Ding. Das wird ein 4-1 für die Franzosen. Und bei Deutschland gegen Portugal tippe ich ein 1-1. Da werden sich vielleicht ein paar beschweren. Allerdings, ich nach unten geguckt. Allerdings glaube ich trotzdem, dass Deutschland, ich weiß ja, also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Deutschland die ersten zwei Spiele verlieren wird. Gucken wir uns nochmal die Tabellen an. Wer ist denn eigentlich schon sicher im Achtelfinale? Ich glaube noch keiner, wenn ich es richtig sehe. Doch. Die Engländer sind die einzigsten, glaube ich. Und die Niederlande. Und Belgien könnte hier theoretisch noch ausscheiden. Egal, wir sehen ja jetzt eh, wer weiterkommt. Italien, Wales wird, denke ich, 3-0. Nee, ein 3-2.
Ne, 4 zu 2 für Italien. Also Wales wird anfangs noch gut mithalten können, werden gut kämpfen, aber wird am Ende nicht reichen. Schweiz gegen Türkei. Da wird es tatsächlich eine Überraschung geben, nämlich ein 2 zu 1 für die Türken. Und somit stehen Italien und die Türkei im Achtelfinale. Dann Russland gegen Dänemark 1-1, Finnland gegen Belgien 0 zu 4. Also Belgien gewinnt 4-0. Belgien und Russland im Achtelfinale. Wie gesagt, die vier besten Dritten kommen ja auch ins Achtelfinale. Werden aber erst später erfahren, wer es sein wird. Nordmazedonien, Niederlande wird ein Massaker. 5-0 für die Holländer. Ich weiß, Nordmazedonien ist nicht so schlecht, aber ich glaube trotz. Na, 5-1. Komm, gönnen wir denen das Tor. Es wird trotzdem ein. Selbst wenn es kein 5-1 wird, ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg für die Niederlande. Ukraine, Österreich, sag ich 1-1. Ja, Ukraine sogar weiter, die Holländer sind weiter. Nordmazedonien kläglich ausgeschieden. Dann in der Gruppe D. Tschechien gegen England. Wird, glaube ich, ein Sieg für England. Ein 2 zu 1. Und Kroatien gegen Schottland. Es wird ein langweiliges 0-0. Ja, also England und Tschechien sicher weiter. Kroatien kommt vielleicht weiter. Ist aber noch nicht hundertprozentig sicher. Slowakei gegen Spanien wird, glaube ich, ein 2-0 für Spanien. 3 oder 3-0. 3-0 Spanien, sag ich. Und Schweden gegen Polen wird ein 1-1. Ja, Slowakei also raus mit 0 Punkten. Schade. Polen nur Dritter, Schweden Zweiter, Spanien Erster. Jetzt die Group of Death. Die Deutschlandgruppe. Ich glaube, gegen Ungarn, da braucht man nicht viel reden. Wo? Ah. Nee, ich glaube, das wird ein 3-0 oder 3-1, sage ich. Na, nee, 3-0. Oder, ja, okay, Ungarn bekommt einen Elfmeter und macht ein Tor. Dann sage ich 3-1. Und Portugal wird gegen die Franzosen mit 0 zu 1 verlieren. Ja, also die Gruppenphase ist jetzt rum. Hier sehen wir die ganzen Gruppen. Jetzt, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben als ich. Hier, das sind die Achtelfinalspiele. Oh, Deutschland spielt gegen Belgien in Sevilla. Und Italien spielt gegen Ukraine. Das heißt, dass wir im Viertelfinale eventuell Italien kriegen. Aber trotzdem, Frankreich gegen Dänemark wird ein 2-0. Tschechien gegen Schweden wird ein 1-0 für die Schweden. Belgien gegen Deutschland. Ich glaube, wir werden im Achtelfinale leider nicht weiterkommen. Belgien wird gegen uns 3 zu 2 gewinnen. Italien gegen Ukraine, sage ich 1-0 Italien. Niederlande gegen Polen, 1-0 Niederlande. Türkei gegen Russland. Ich glaube, da gibt es Elfmeterschießen. Und da werden sich die Russen. Also es wird 1-1 vorm Elfmeterschießen stehen. Und Russland wird sich im Elfmeterschießen. Also 1-1 nach regulärer Spielzeit in Russland wird sich im Elfmeterschießen 4-3 durchsetzen. Spanien gegen Österreich. Da sage ich. Da wird ein Arbeitssieg. 1-0 Spanien. Naja, 2-0 Spanien.
Und England gegen Portugal. Es wird, glaube ich, auch ins Elfmeterschießen schießen gehen. Es wird 0-0 stehen. Aber Portugal wird sich im Elfmeterschießen mit 4-2 durchsetzen. Also sagt man 4-3 im Elfmeterschießen. Aber es ist irgendwie so scheiße, muss hier nicht so nicht ändern kann, dass halt Elfmeterschießen gibt. Ist bisschen schade, sieht jetzt halt ein bisschen komisch aus, aber gut. So, hier sind die Viertelfinals. Frankreich gegen Schweden. Ich glaube, das wird ein 1-0 für Frankreich. Belgien, Italien. Da würde ich sagen, kommt Italien weiter mit einem 2-1. Niederlande gewinnt 3-0 gegen Russland. Und Spanien setzt sich 1-0 gegen Europameister, gegen den amtierenden Europameister Portugal durch. So, die Halbfinals. Italien gegen Frankreich, Spanien gegen Niederlande. Ich glaube, die Franzosen werden sich im Halbfinale durchsetzen mit 1-0. Frankreich also wieder in einem Finale. Und die Spanier setzen sich mit 1-0 gegen die Niederlande durch. Frankreich-Spanien, das Finale. Ich kann mich echt nicht entscheiden, wer gewinnen wird. Also es wird ein sau spannendes Match. Ich glaube, dass es wird auf jeden Fall Verlängerung geben im Finale. So viel steht klar. Und ich glaube, die Franzosen oder Spanien. Ey, ich kann mich echt nicht entscheiden. Weil beide so gut sind. In London. Ich meine, ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben. Trotzdem glaube ich, wird der Weltmeister von 2010 Europameister. Frankreich wird wieder im Finale, im EM-Finale versagen. So wie gegen Portugal 2016. Klar, die haben das WM-Finale gewonnen, aber da hatten sie auch Kroatien als Gegner, die halt viel weniger Qualität haben im Kader als die Franzosen. Und es wäre schon ein Wunder, wenn Spanien den Titel holen würde, so. Weil jetzt ist ja ein bisschen Unruhe im Team, weil Piqué Corona hat, muss U21 vielleicht kommen. Also klar, wenn die U21 wirklich einspringen müsste, was sie ja gegen Litauen getan haben, dann glaube ich, dass es schon Frankreich wird, die Europameister werden. Aber wenn Spanien mit der ersten Mannschaft spielt, dann glaube ich, dass es Spanien werden könnte. Klar, Frankreich könnte es auch werden, aber ich sage mal Spanien, weil es eben, ich weiß ja nicht, Frankreich soll halt nicht alles gewinnen, sagen wir es mal so. Weil Spanien hatte jetzt schon ewig keinen Titel mehr. Frankreich ist ja erst Weltmeister geworden. Würde mal sagen, ja, Spanien gewinnt den Titel. Ihr könnt eine andere Meinung haben als ich. Klar, es wird wahrscheinlich am Ende, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es keiner von den beiden wird, sondern eine komplett andere Mannschaft. Vielleicht wird es auch wieder Portugal oder Deutschland, was ich jetzt
nicht für so realistisch halt. Oder die Niederlande, wer weiß. Oder Italien, es könnte jeder sein. Also es ist nur eine Prognose. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Die Match-Reactions, die noch geplant waren, die noch nicht erschienen sind, also von, sei denn, ich habe sie zu dem Zeitpunkt schon hochgeladen, von Relegation hin und Rückspiel zwischen Köln und Kiel, dann noch Champions League Finale und Europa League Finale, haben sie jetzt ein bisschen verspätet. Tut mir leid. Die werden aber auch so schnell wie möglich auch rauskommen. Aber ich musste dieses Video jetzt raushauen, weil eben morgen die EM anfängt. Also heute ist Deadline Day, was das hier anbetrifft. Und ja, mich dann verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi.